Ich würde wahrscheinlich einfach die Trickroom-Taktik spielen jetzt, weil der hat nichts, was mir jetzt gerade am Anfang gefährlich ist. Und alles müsste auch schneller sein als ich. Und dann noch Garadas für ein, weil der geht nur auf physischen Angriff. Dummies mit Tarzanfuß. Und Galagladi, um rauszuballern. Obwohl. Ja, doch. Aber Parmo war schnell. Parmo ist schneller als alles, was er da hat, außer Brutalander. Ich weiß nicht, wie schnell Skaraborn ist. Ich nehme Galagladi. So, Abfahrt. Dummiesel mit Hasenfuß, ja, oder Edelmut. Vielleicht ist es auch ein Edelmut, Dummiesel. Er wird Dummiesel, glaube ich, nicht spielen. Ich habe 2 oder 3 Kampf-Pokémon da. Also, Dummiesel wird er nicht spielen. Er geht mit beiden Drachen rein. Hat er Bedroher drauf? Er hat kein Bedroher drauf, ja, alles richtig gemacht. Zauberraum. Und dann mache ich einfach direkt mal. Soll ich direkt mal die Geofrisur ausprobieren? Ich meine, Steinhagel macht mehr Sinn, weil es so einfach doppelt sehr effektiv ist. Er wechselt vielleicht sogar raus oder macht Terra direkt. Knirscher. Er versucht mich zurückzuschrecken. Oder mich zu killen direkt. Geht nicht ohne Attacke. Ach, geht das nicht. Hm, krass. Hätte ich jetzt gar nicht gewusst. Also nicht dran gedacht. Er wird wahrscheinlich Turbo-Tempo machen. Deswegen würde Kommando mir jetzt keinen Sinn machen. Keinen Sinn machen. Deswegen war Schutzschild. Ich denke, das macht mehr Sinn. Er wird bestimmt Turbo-Tempo machen. Vielleicht auswechseln. I don't know. Ist auch egal, Steinhagel killt ihn jetzt so oder so. Er muss auswechseln oder Turbo-Tempo. Was anderes sehe ich nicht. Terran, dann würde er überleben vielleicht. Muss überleben, bei Dragoran war auch gerade wahrscheinlich Multischuppe. Da ist der Turbo-Tempo, habe ich ja gesagt. Hätte aber auch predikten können, dass ich Schutzschild habe, wenn er den Überreste sieht. Überreste hat immer Schutzschild. Dass er auch mit beiden Drachen leadet, das macht doch keinen Sinn. Und Brutalander ohne Bedroher fühle ich auch nicht. Obwohl der Knirscher übel viel Schaden gemacht hat, ne? Also krass viel Schaden. War bestimmt ein Wahlband oder so. Hatte ich auch ein bisschen Luck. Das ist ein Neuling. Naja, denke ich auch. Das ist komplettes Random Deck von ihm. Aber da sieht man mal so ein bisschen aufblitzen, was das Team, was ich hier habe, eventuell imstande ist zu leisten. Ach, ich habe Wahlband drauf. Stimmt ja. Egal, Steinhagel geht auch. Wenn ich Geofissur drücke und Kommando, macht er auch Doppel-Geofissur, oder? Ist auch witzig. 2x 30% Chance. Stell dir vor, beide treffen. Einfach beide Gegner tot. Ich glaube, das Team kann ganz cool sein. Vor allem dieser Trick Room. Ich weiß selber, wie ekelhaft das ist. Trick Room ist so eine blöde Kacke. Jetzt kommt Kommando und einfach nochmal Steinhagel. Das ist eine richtig asoziale Taktik, aber gefällt mir. Wie oft habe ich dagegen schon schlucken müssen? Und Steinhagel auch Doppelmöglichkeit zurückzuschrecken, ne? Zurückgeschreckt. Das ist übel asozial. Ich weiß nicht, ob das so ganz versteht, ne? Aber das ist eine übel ekelhafte Taktik. Einfach beide zurückgeschreckt. Also ich hätte keinen Bock mehr, bin ich early. Also ja, das war ein Neuling.
Der hat jetzt nicht viel Gegenwehr geleistet, aber da kann man so mal schon mal ein bisschen sehen, was passieren könnte. Ich meine, er hat nicht mal geterrat, ne? Also im Prinzip war das ein Freebin. Ich weiß gar nicht, soll ich den hochladen? Na, GG. Okay, er spielt Erdbeben. Das ist gut für mich. Geofrisur würde eigentlich sogar Sinn machen. Gleich Terran zu Gift. Nee, der macht Boden. So. Pentiert Terran auf Erdbeben. Oder macht er Kampf? Er könnte auch Kampf machen, hast du recht. Also das tut mir auf jeden Fall nicht weh. Frage ist, ich mach so. Wenn er Kampf macht, ist gut. Gift wäre. Zum Glück habe ich jetzt hier nicht Gift. Boden geht nicht bei Sturm. Ah, fuck. Ich habe schon Erdbeben gemacht. Stimmt, habe ich ganz vergessen. Oh, seht ihr, ich bin voll raus aus der VGC. Ich bin voll raus. Das war voll dumm, was ich hier gemacht habe. Oh mein Gott. Alter, stimmt, Boden. Ich sag auch noch vorher, das wird Erdbeben sein. Und drück selber Erdbeben. Eigentlich muss ich auswechseln, ne? Alter, hat sie das gelobt. Mann, war das dumm. Ja. Hätte ich gerade nicht so ein dummes Zeug gemacht, dann wäre es so gewesen. Triff mich Erdbeben, wo ich Flug bin. Na gut. Dachte schon. Trickroom, ist der schneller? Ja, der ist schneller. Choice Band, hat der Wahlband? Guck mal, ob wir das noch drehen können nach meinem Übel. Er macht Rückenwind! Danke. Vielen, vielen Dank. Also, alles wäre besser gewesen als Rückenwind, mein Bester. Wie lange geht Trickroom noch? Mindestens noch eine Runde. Eine Runde noch, ja.
Ja, eigentlich macht es keinen Sinn, was soll ich machen, ey. Ich versuche einfach nochmal Schutzschild. Mach die Kaskade auch deren. Der hat mir sogar. Er hat mir sogar Regen gegeben. Alles klar. Gut, da ich keinen speziellen Angreifer dabei habe. Wow. Dass er das über... Also wenn er jetzt noch angreift, Garados, mach mich stolz. Ja. Tschö. Aber klar, dass er einen Gurdon hat. Die Scheiße ist, alles von mir ist arschlangsam jetzt. Parmo mitnehmen sollen. Ich glaube, ich muss Parmo oder Chongjian immer mitnehmen. Hat er noch ein Pokémon? Nee, ne? Er hatte Philippa noch, ne? So, bin ich schneller? Ja, bin ich. Sehr gut. Alter, das macht ja gar keinen Schaden. Ach komm. Mach mich nicht unglücklich. Volltreffer, let's go. Hat die Scope Lens sich schon bezahlt gemacht. Scope Lens. Habe ich ganz vergessen, dass ich Scope Lens drauf habe. Hätte ich vielleicht was anderes genommen anstatt Sanctoklinge. Egal. Obwohl ich am Anfang so eine Scheiße gebaut habe, trotzdem noch gewonnen zum Glück.